Risiko. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Pizza-Pokalypse. Mit meiner Wenigkeit, Klokotraha und der gute Harladin ist auch dabei. Moin, moin. Das ja, okay. Geil. Gefunden auf Steam, ne? Ich fand's einfach zu geil, dass ihr das hinten den Bäcker da rumrennt. Der Pizza-Bäcker. Ich sag jetzt einfach mal, keine Ahnung, wie er heißt. Vielleicht erfahren wir das ja in der Story. Ich fand's einfach nur zu witzig, ein Jump'n'Run und sieht toll aus, guter Humor. Wir gucken einfach mal rein, wie es ist. Und dann noch Pizza. Was willst du mehr? Ja, Pizza-Pokalypse ist ja auch ein Bombenname, ne? Auf jeden. So, Mega Corporation, Pizza Corp LTD has opened for business in our sunny city. Sehr geil. It proudly presents demand pizza. Oh, 99 Cent. Das ist auch wirklich billig. Ja, da kaufe ich auch 10. Our robotics division is merely used to research and innovate on production. Ja, schauen wir mal. Gucken wir uns an. Tim. Ach, der Pizzabäcker heißt Tim. Wer hätte es gedacht? Ja. Wir kennen ihn, da ist immer das passt gar nicht. Tim, okay, Tim from Tim's Authentic Pizza. Celebrated culinary and Tim has been named best. Do the pizza co-rival, Tim is now offering deliveries to help stay in business. Ja, also er fängt jetzt sozusagen an, Pizza auszuliefern, um im Business zu bleiben. So, wir haben eine Order bekommen, eine große Speziale, dreimal eine gefrorene Cola und zwei Friction Dew. Gefrorene Cola, Alter. So, jetzt geht's los, ja. Da sind wir. Ja, wir sind hier der Pizzabäcker, Tim. Tim ist auch so gut einfach. Ja, das ist eigentlich und ich finde halt Steuerung und so ist halt einfach lustig. Also, ihr seht auch hier, wir haben jetzt Sachen einzusammeln. Ihr seht oben die Punktzahl. Kannst du das unten einsammeln in dem Dings drin, nicht, ne? Hier, ob die, das die Pizza. Nee, dass es irgendwie spezial ist. Nee, gut. Nee. Ihr seht auch, ich kann so. Ist richtig, immer so auch was. Ich kann auch hier, wie gesagt, die Pizza als Jump-Pad benutzen. Also wie bei Mario mit der Mütze. Er nimmt halt hier einfach seine Pizza. So, wir warten das jetzt gleich. Natürlich sehr ratsam mit Controller zu spielen. Auf jeden Fall. Also Jump'n'Run Maustastatur ist Krebs, sag ich euch gleich. Ja, aber macht man ja auch nicht. Naja, gibt viele, die schwören drauf, aber ich kann's nicht. Aber es ist, ich glaube, das ist nicht der große Teil. Nee. So. Ja, manchmal kommt das bei PC-Spielern gar nicht so gut an, weil die eben, ja, die wollen halt mit Maus und Tastatur spielen und wenn du halt einen Controller brauchst, wie der Speedy da keinen hat, dann kotzt er halt ab, ne? Ja. Ach, hoch her. Boom. Soldaten einsammeln. Das ist gut. So, da haben wir den ersten Gegner. Komm rein hier, Roboterboy. Du hast ihn mit der Pizza weggepult. Hey, du sammelst Punkte, aber was die drei Dinger unten drunter sind bestimmt Leben dann? Das sind Collectibles. Ah, also gibt's doch welche, okay. Genau. Wo die natürlich immer alle sind, ja, ne? Ja, werden wir sehen. Fußball spielen, ja, komm. Und drüber. Also, mal ganz kurz eingrätschen, weil wir über Jump'n'Run vorhin geredet haben, vor der Aufnahme, liebe Leute. Hau rein. Über gute Jump'n'Runs. Und da hatte ich mal eins mit so einer Vogelscheuche, glaube ich, war das. So ein Halloween-Spiel. Das war zum Beispiel, das hat auch Spaß gemacht. Das war auch nicht schlecht gemacht. Da ist ein Collectible. Ja, es gibt wenig. Ah ja, stimmt, da ist eins, okay. Ja, Ananas. Ich finde das Setting auch cool. Ich bin da so großer. Also, ich mag ja Italien. Ah. Italia! Pizza! Ja, Qualität. Ja. Parfüm, Klamotten, das ist italienische Qualität. Bud Spencer, tanzen, ich bitte euch. Natürlich. Wer denn sonst, ne? Pizza. Pizza natürlich. Ja. Da geht die So, da kannst du mit der Pizza auch die Dinger einsammeln? Ja, ne? Das weiß ich gar nicht. Oh, ich glaube nicht, ich oder? So ich probier's mal. Nee. Okay, sah grad so aus, okay. Okay, das haben wir. Oh, da ist noch was gewesen. Mhm. Da können wir über den Schirm drüber. Bounce. Komm ran, Pizza Boy. Pizza Tim. Pizza Tim ist schon geil. Tim's Pizza ist weltweit bekannt. Hätte er das gemacht, wäre auf jeden Fall besser dran als jetzt, ja. Das stimmt. So. Was willst du, Roboter Boy? Du kannst mich mal.
Aber Pizza von 99 Cent, Leute, muss doch zuschlagen. Da kannst du ja nicht Nein sagen. Da musst du eigentlich den Jahresvorrat gleich anlegen, ne? Da wäre der Kühlschrank voll, das sag ich euch. So, hoch mit dir hier. Ja, ich denke nicht, da unten hättest du noch reingekonnt. Da kann ich auch rein, aber die Frage ist... Ja, von der anderen Seite geht's nur. Die Frage ist halt, wo ist... Wir gucken mal unten rein. Ach. Ach, das ist... Ei, du. Okay. Okay, also da sind einfach... Ist ein da wird ein Collectible sein. Ich wollte gerade sagen, kannst du da drauf springen auf die? Kann ich probieren? Ah ja, guck an. Schön auf den Kopf gesprungen. Ihr kennt mich mal. Okay, aber aufpassen hier, sonst fliege ich ganz schnell runter hier. Na, Italien ist schwierig. Ja, ein schwieriges Pflaster. Na, ich weiß halt nicht, das Problem ist... Was macht man? Na, ich würd nochmal nach rechts gehen. Leute, wir nehmen hier alles mit. Alles hat die Route auf das. Ja, gut. Kannst du auch so machen. Hättest du ja auf den Deckel springen können, das geht auch. Das Problem ist, ich würde halt hier unten trotzdem nochmal gern langlaufen. Und das hatte ich gemeint auch. Bam, bam, bam. Auch die Musik ist lustig. Ah, Tim's Pizza Service weiß halt Bescheid. Okay, es war wirklich hier kein, kein Collectible noch. Oh, warte. Scheiße. Okay, aber gute Idee. Hätte ich jetzt auch gesehen. Auch. Ja, ich dachte so, das war so, ne? Na gut, hinten haben wir noch eine Tomate. Kommen wir da rüber? Nein, ich will mir nicht einen Pups verbrennen. Ein paar Ups. Aber Leben hast du gar nicht so richtig, ne? Nee. Obwohl, hast du ja bei Mario als solches auch nicht... Obwohl, na gut, es kommt darauf an, welches Mario halt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Da hast du schon. Ja, komm! Oh! Ran mit den Pizzazutaten! Da kann die Pizza... Oder der Automat spuckt! Der Automat spuckt und sind die Dumme. Ne? Okay. Kriegst du ja, einen Automatenball? Nein! Ah, du kannst ihn aber ausschalten. Also. Aua! Mach ruhig, Automatenboy. Pizza hat einen Rachen geschoben und schon ist Ende. Ups. Ja, bei so einer riesen Pizza, da wäre bei dir auch Ende. Das da. Ah! Hast du es gesehen? Hab ich gesehen, ja. Gibt's doch bestimmt was hier. Ah, jawohl! Ich bin halt einfach Master of Geheimnisse. Ja, dann hättest du den Collector bis alle schon gefunden, aber ja. Ich denke auch, weil ich bestimmt ein paar übersehen haben. Komm! Oh, Alter, puh. Na, das glaube ich noch nicht. Weil ich habe jetzt auch nicht andere Wege gesehen, obwohl man auch nicht genau weiß, wo kann man überall hin, ne? Na, das kann man halt auch wirklich gar nicht abschätzen, ne? Da unten ist die Vending Machine. Oh Gott. Ah, nochmal war frische Zutaten, bisschen Käse, ein bisschen Pilze. Was willst du mehr? Ich glaube, also ich würde. Das Problem ist halt, man weiß halt echt nicht. Na gut, es kann auch sein, die sind ja relativ einfach aufgestellt. Ja schon, aber wenn ich jetzt hier oben einfach alles lang gelaufen bin, was habe ich denn da unten alles vergessen? Ja, das ist immer das Ding in Jump'n'Runs. Ach, du bist doch eine Pfeife. Komm runter, Boy. Stark. So. Ach, du kannst einsammeln mit der Pizza, okay. Wir gehen ja jetzt trotzdem mal durch, Leute, es hilft... Oh Gott! Das war... Ist da hinten was? Nee. Okay, interessant, nee. Vending Machine, mach ruhig näher, Freund. Pizza an den Hals geschoben, na Ruhe jetzt. Ich will nämlich alles hier mitnehmen. Also was heißt alles, aber...
Na, ich weiß auch nicht, ob es dann was vielleicht irgendwie einen Bonus gibt oder so. Gibt bestimmt eine Abrechnung am Ende. Okay. Aber mit 25.200 Zutaten könnt ihr schon ein paar Pizzen machen. Gut, wenn die 99 Cent kostet, braucht er auch ein paar. Na, weil er wird viel verkaufen. Aber rein theoretisch. Geld macht er dann nicht viel, das kannst du aber wissen. Nee, da. Ja, Masse Stadtklasse halt, ne? Dann kannst du das machen. So, dann nehmen wir die Zutaten noch mit. Aha! Hab ich gesehen! Ran mit den Zutaten. Oh! Jetzt auf der. Auf der, wie heißen sie? Der Galern, nicht der. Hä? Lore. Lore? Nicht Loren? In Venedig? Ich könnte mich jetzt auch täuschen, ich kann das echt. Nein, es war knapp! Aber ich weiß, was du meinst mit den großen Stecken. Komm schon! Ich will doch hoch. Neo. Pfeife, du. Aber offensichtlich habt ihr unendlich Leben, also könnt. Okay. Das ist ja, entspannt. Ja. Collectible 2. Ah, hab zumindest keins verpasst. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Ich denke halt, die sind relativ simpel. Da stand ja auch dort Area 2. Also kann ja auch sein, dass pro Area einfach, ne? Ja, ein Collectible gibt. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht unauffällig versteckt. Oder es ist nur am Anfang so einfach. Es kann auch sein, dass er wisst, um was es geht. Wollte gerade sagen, das kennt man ja auch oft, dass es später dann schon etwas schwerer wird, die Teile zu entdecken. Was sind die Welten so? Eigentlich finde ich ganz geil. Gefällt mir. Es ist nice, oder? Ich habe das auch bei Steam gesehen und dachte mir so, ey, das ist mal richtig cool. Ich habe es auch gesehen, aber jetzt so im Spiel nochmal, so die Welt und auch die paar Gegner so, also passt alles, finde ich. Also ist mal nettes Jump-Man für zwischendurch. Kann man auch mit der Familie spielen, meine lieben Freunde. Was auch ganz selten geworden ist. Das stimmt, ja. Entweder ist es zu brutal oder... Also sagen wir wieder, meinen 5-jährigen Sohn würde ich gewisse Spiele nicht zeigen. Also da... Da gibt es leider wenig Potenzial. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Großteil der Leute das einfach mal will, ne? Da hat mich weggebumselt. So, die Mario-Generation ist halt ein bisschen abgestorben, leider. Jawohl. Also Mario als solch... Mario... Oh, nice. Hungry, hungry Robot, feed your pizza to the enemy. Geil. Orange. Ja, hätte ich auch lösen können, so, wenn du drauf springst. Da oben geht's auch hoch. Jetzt ist die Frage, unten oder oben lang? Ich würde wahrscheinlich unten lang gehen, ja. Ist da oben jetzt nicht mehr noch was aus? Aber man weiß es natürlich nie, ist klar. Nee, Mario-Generation ist natürlich nicht ausgestorben. Gibt es noch einige Anhänger. Man muss aber dazu sagen, ich finde persönlich, die, ich glaube, Tom Wiewes ist da meiner Meinung, also Mario Sunshine und so. Gut, ich komme aus einer Generation. Ich fand halt Mario 64 damals geil. So die das Idee fand so ich nur überhaupt nicht geil. Okay, gut, das ist halt wieder wahrscheinlich das klassische Geschmackssache. In diesen Welten rum und also mir hat das gut gefallen, mir haben auch viele Welten sehr gut gefallen. Das Sunshine habe ich nicht gespielt mit dem Wasser, wo du hier dein Dings hinten voll machen konntest. Na, also Wasserstrahl hast. Den Wassertank, ja. Genau, das fand ich noch ganz lustig, aber wo du so über diese Sternwelten springst und das war mir dann, also ja, ich weiß nicht, klar, man muss auch irgendwie einen draufsetzen. Ich fand Mario Paper fand ich zum Beispiel ziemlich geil, war aber mehr ein Rollenspiel. Und eigentlich diese Mario, ich weiß gar nicht, hießen die Mario Brothers Teile? Na, die ganz alten sozusagen. Genau, die fand ich cool, aber die haben sie ja nochmal neu aufgelegt. Und halt die Yoshi-Teile, muss ich echt sagen, fand ich auch ganz cool immer. Haben mir auch Spaß gemacht. Ich zum Beispiel bin aus der Fraktion, also klar, ich kann verstehen, warum die Leute alle Mario 64 geil finden. Aber für mich war das halt so, naja, es war 3D, ja, aber es war damals schon hässlich. Also ich fand es nie hübsch. Nee, da gebe ich dir vollkommen, bin voll bei dir. Da gab es Spiele, die 3D-mäßig besser ausgesehen haben, keine Frage. Aber es war das erste Mario in 3D und ich fand die Idee cool mit diesen... Also, dass du halt diese Welten hattest, dann immer die Sterne sammeln musstest, so, das war halt für mich klassisch Jump'n'Run, ne? Das war eigentlich so für mich so, dass so die neuen Welten gefallen mir halt nicht mehr so mit den, wo, wie gesagt, auf diesen Sternen, wo sich der Planet dann so dreht und ich weiß gar nicht, welches das ist. Glaub, Galaxy und blau, ja. Das ist mir zu abgespaced irgendwie, also das ist mir dann auch zu viel irgendwo. Ich will Jump'n'Run spielen, weil ich mal ein bisschen was Cooles spielen will, ein bisschen Spaß haben will. Und wenn das dann zu schlimm wird, dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, also. Aber ist Geschmackssache, klar, gefällt bestimmt vielen. Aber ich glaube, dem Wii hat es auch nicht so gut gefallen.
Und Banjo-Tooie. Ja, ich glaube aber, Don Weave zum Beispiel ist auch jemand, der generell Mario eigentlich nicht so geil fand. Ah, richtig gelaufen. Haha! Nice. Ja. I don't want to be right. Aber ganz ehrlich, wer will scheiß Ananas auf der Pizza? Oh, da lese ich ja so weiter aus dem Fenster, Leute. Aber ab in den Chat, wer das mag. Ich mag das nämlich. Also, ja, ich weiß auch das. Das ist, ich finde es immer faszinierend, wie man mit so Kleinigkeiten Leute spalten kann. Also Meinungen, nicht Leute, ne? Aber Meinungen. Weil ich kenne viele, gibt ja auch so Toast Hawaii oder so, die hassen das. Oh, das ist so widerlich. Ja, genau. Und ich finde das, also ich finde es einfach so oft, also mir geschmeckt das gut. Ich weiß auch gar nicht, ob Italiener tatsächlich, ob die das gut finden, Ananas auf Pizza oder nicht, weiß ich gar nicht genau. Es gibt so Dinge, die bei uns normal sind, sag ich mal, die Italiener doof finden. Und es gibt auch zum Beispiel, glaube ich, in Italien ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass du Schokolade, es gibt da Schokoladenpizza. Ja, es gibt schon, ja, es gibt ja auch bei uns diese Candy-Pizzas, also dieses süßig. Oh, Destroy 15 Robots, geil. Es gibt ja auch diese Süßigkeitspizza, also Schokopizza und Backwarenpizza, also hier wie Kuchenpizza und so. Also ja, wir jeden seins, ne? Um Himmels Willen, soll jeder machen, aber puh. Mach ich mal Schleichwerbung, weil wir gerade dabei sind, wo der Klunker gleich wieder völlig abkotzen. Bei Netto, meine lieben Freunde, geht doch zu Netto. Keine Werbung, ich werde nicht bezahlt dafür. Warum eigentlich nicht? Netto sponsert uns doch mal. Ja, wenn er uns sponsert, mache ich weiter Werbung. Gibt's Stranger Things Pizza jetzt? Für alle, die das interessiert. Das ist ziemlich lustig. Wow! Da ist ja dieser Pizza-Boy. Der Typ. Ja, oh Gott. Cool. Also, erzähl ruhig weiter. Ich war gerade völlig geschockt, dass der mich hier einfach. Fand ich auch cool. Wusste ich auch nicht, dass das macht. Durch die Welt ballert. Genau, da gibt's die Stranger Things Pizza. Die es auch in der Serie gibt eben. Und da gibt's ja diesen Pizza-Boy. Und da haben sich viele gefragt, warum eigentlich dort zu dem nichts kommt. Weil der ist tatsächlich sehr beliebt. Ist ja völlig crazy, der Typ. Für alle, die die Serie kennen, wissen das. Und die haben jetzt tatsächlich mal eine Pizza gemacht. Von der Serie. Eine Pizza mit Nudeln drauf. Also das schmeckt wirklich. Ich habe sie gekauft. Natürlich habe ich sie gekauft. Mir schmeckt die aber gut. Meine Frau fand sie nicht so gut. Die schmeckt wirklich, als hättest du Nudeln mit Tomatensauce auf einer Pizza. Okay. Und da ich ja jeden Mittag Nudeln esse, aufgrund vom Sport, fand ich das eine geile Sache. Und also mir schmeckt das richtig gut. Aber das ist bestimmt wieder sowas, wo viele sagen, boah, Alter. Also Nudeln auf Pizza. War ja auch ein bisschen crazy. Nudeln auf Pizza wäre jetzt auch nicht mein Ding. Genau, das ist aber wie gesagt die Anlehnung an dieses Jahr. Aber das sind nur kleine Nudeln und wenig. Aber das, also ich war begeistert. Ich hätte mir schlechter vorgestellt. Aber das ist sicherlich auch wieder was, wo viele sagen. Aber gut, da ist ja generell, da treut sich ja, also sagen wir mal, da ist ja eh so, dass dich da die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel, nein, geh weg! Die zum Beispiel, ja, ich weiß, aber ich wollte noch das Zeug einsammeln. Nee, das war eine falsche Aussage. Hm? Das Spreu vom Weizen trennt heißt ja, dass also Spreu vom Weizen trennt ist ja eine andere Aussage, als die du jetzt bestimmt sagen willst. Nee, also, ja, dahingehend, dass einfach die Leute, geh mal weg jetzt hier, Boy. Bei Pizza ist es ja, also ich zum Beispiel bin jemand, der kann eine italienische Pizza überhaupt nicht leiden. Also ich mag italienische Pizza dünner, also diese dünnen, so dünn gestrichen und riesig und hart, finde ich widerlich. Also komme ich überhaupt nicht drauf klar. Hab ich auch noch nie gehört, aber naja, klingt was ein bisschen speziell. Kann ich gar nicht leiden. Also wenn mich jemand hier zum Italiener, ne, einlädt, Leute, kann er lassen. Ich mag Italiener nicht. Und nicht die Rasse Italiener oder irgendwas, sondern ihre Pizzen. Jetzt nicht irgendwie wieder außen, ne, ihr wisst. Also ich hab beim Kumpel mal, da ist ein Italiener, da macht die wirklich so traditionell italienisch. Die gibt sicherlich auch Unterschiede, aber die ich bis jetzt gegessen habe, waren groß. Ja, die waren ein bisschen knuspriger, aber jetzt nicht knochenhart. Die sind halt immer so. Boah, das mag ich nicht. Ja, stimmt, ja. Ich mag es aber auch mal so eine klassische, die du kaufen kannst, mit so einem dicken Käserand amerikanische Pizza zu kaufen, ja. Die so schwapplig ist und so richtig fettig und das American ist Pizza! Geil muss es sein. Die mag ich auch sehr. Und seitdem ich Punch-Lab gespielt habe, mag ich es. Das war auch geil. Na gut, es war kein Jump-Run, aber. Naja, aber im Endeffekt war es der erste Simulator, den du gespielt hast. Ja, es war ein Box-Simulator, genau. Wenn du so willst. Komm, wir hauen jetzt wieder mal den Ball eine drauf.
Duncan Klungreuer. Gibt es bestimmt auch ein Achievement, komm. Ja, komm her, Tor! Und da hat der Italien 1-0 gewonnen. Und da hat ja auch immer Pizza gegessen. Gut, das Eis haben wir gegessen. Das war das günstigste, was du kaufen konntest dort. Ne? Aber es ist auch ganz schön, was hier alles so rumrennt, ne? Instant-Pizza. Die wollen uns... ich glaube hier, der Instant-Pizza-Laden, da will uns einfach das Geschäft abgraben. Deswegen liefern wir jetzt aus hier. Wahrscheinlich. Die sind so billig und wir können den Preis nicht halten. Wobei wir jetzt noch nicht richtig wirklich eine Pizza ausgeliefert haben. Ne, wir laufen hier einfach... Also ich habe keine Ahnung, wir laufen hier halt wirklich... kilometerweise durch irgendwelche Gassen und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alles einsammeln soll. Das ist ja überall in jeder Ecke. Du müsstest ja 10-mal jeden Gang rumlaufen, um jeden. Oh ja! Oh, wo sind jetzt? Oh! Jetzt wird's verrückt. Oh, die Mucke! Da 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 da. Na gut, du schaffst dann ganz normal die Punkte nicht mitnehmen, ne? Ja. Okay, das scheint es aber auch gewesen zu sein. Also man kann nur die eine Welt machen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, man sieht ja, um was es geht, wie sie es spielt. Ja. Also man hat ja, ne? Alles gesehen. Die Bitter-Themen besprochen. Ganz ehrlich, das ist wieder auch mal so ein Spiel... Es lässt sich gut spielen vom Controller. Also gut, ich kann jetzt nur vom Controller reden, ne? Aber es stand ja auch dort, am besten spielt man dieses Spiel mit Controller. Es lässt sich super steuern, es macht Spaß, es ist eine coole Art und Weise. Es sieht gut aus, es ist humorvoll. Lookt. Ja, was will man da jetzt Schlechtes sagen? Nee, ist geiles Ding. Macht Laune. Für zwischendurch gutes Ding, ist familientauglich. Könnt ihr euch mal geben, die Demo. Und interessant wäre halt, wenn du mehr einsammelst, ob es dann irgendwie andere Boni gibt oder ob du eben den Bonus kriegst, wenn du schnell durchrennst, dann bräuchst du natürlich nicht so viel einsammeln. Mm. Aber nee, es ist eigentlich ganz nett gemacht. Wäre jetzt aber schon interessant gewesen, noch ein zweites Level zu sehen, um mal zu sehen, bleibt es dann bei diesem Level-Design oder bist du dann woanders in Italien oder läufst du dann auch mal über Berge oder was weiß ich. Macht jetzt keinen Sinn, ja, aber ich meine jetzt nur. Ja, wäre auf jeden Fall ganz witzig. Obwohl mich auch jetzt erst fällt mir das auf, dass diese ganzen... wie heißen sie denn? Diese vorm Fenster hängenden. Was? Nein, nicht Gardinen. Außen diese, was man hier halt sieht. Oh. Sonnenschutz. Ja, Sonnenschutz, verfickt. Sorry. Aber ja, Sonnenschutz. Gibt es ja noch einen anderen Namen dafür, den habe ich gesucht, aber ist egal. Aber alles das. Markisen. Mensch, Markisen, das war's. Jawohl, Markisen. Dankeschön, Mariechen. dass die mich unglaublich an Aladdin, das Spiel, erinnert. Für ein Gameboy, da hatte da immer diese genau solche Markisen, auf denen ihr immer hochjumpen konntet und dann halt sozusagen diesen Soldaten oder halt auch Brot einsammeln oder sonstige Sachen oder Äpfel. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Verrückt. Aber ey, Pizza-Pokalypse. Ganz ehrlich, es war, oder Pizza-Apokalypse, auch so könnte man sagen, je nachdem. Ja. Ich fand's mega lustig. Ich fand's cool, wir haben durchgehend durchgequasselt. Diese Demo war jetzt ruckzuck vorbei. Ich hätte jetzt gefühlt noch gar nicht so das Gefühl gehabt, ich hätte jetzt noch ewig weiterspielen können, so vom Gefühl, vom Handling, vom, ach komm, und hier jetzt die coole Musik am Ende noch, dieses typisch italienische. Keine Ahnung. Also, in dem Genre, wo sich's bedient, optisch, ich habe keine Abstriche. Für mich vielleicht, keine Ahnung, wenn es jetzt nur das Einsammeln wäre und nur die drei Gimmicks in jedem Level, also wenn das alles wäre, jedes Level, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu wenig. Also dass es auch mal so ein bisschen irgendwie nebenmissionartig oder irgendwie was gäbe. Aber ansonsten würde ich sagen, eine 8,5 oder eine 9 von 10 bekommt er. Ich gebe eine 7,5, 8 von 10, weil ich dann nicht weiß, wie gesagt, gleich bei dir. Ich fände es halt auch cool, wenn du jetzt ja zum Beispiel Ananas sammelst, im nächsten Abschnitt dann was anderes, was auf eine Pizza kommt, zum Beispiel Zwiebeln einsammeln musst als Gimmick oder was weiß ich.
Und halt wie die Leveln sind, weiß ich nicht. Wenn jetzt immer dasselbe Level-Design wäre, aber immer nur ein bisschen anders gedreht, wäre ein bisschen schwach. Oder würde auf Dauer wahrscheinlich, obwohl es kann auch sein, du bist dann drin und es macht trotzdem Laune, ne? Ja, aber sonst ist es ein cooles Ding, es macht Laune. Also ich gebe schon eher tendieren zur 8. Es ist ein cooles Jump-Run mal wieder. Tja, was soll man sagen, meine liebe Freunde? Schmeißt den Ofen an, in Form eures Computers, ladet euch Pizza-Apokalypse runter und ja, backt euch eure eigene Pizza. Schreibt mal rein, was eure Lieblingspizza ist. Der letzte Take. Ich gebe einfach mal einen vor. Meine Lieblingspizza, puh, schwankt zwischen vier Jahreszeiten und Hackfleischpizza, würde ich sagen. Das wäre wahrscheinlich die Pizza, die ich bevorzugen würde. Schreibt's mal rein. Gottes Willen. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Gleich haben wir unten, Leute. Sag ruhig, ne? Was willst du von der Pizza, ne? Sag ruhig, ne? Ne, ich sag nicht. ich mag zum Beispiel Sakalzone, die mag ich zum Beispiel sehr, aber das ist ja keine direkte Pizza, so. Ich mag eigentlich fast alle Pizzen. Ich persönlich bin aber wirklich tatsächlich großer Hackfleisch-Fan, aber nicht auf Pizza. Warum? Das ist bei mir zum Beispiel sowas. Ist mein Bruder immer. Ich kann diesen Geschmack auf Pizza nicht ab. Ich weiß nicht warum. Das ist oft so, dass ich es oft probiert, aber das schmeckt mir irgendwie nicht. Ja, aber schreibt es auf jeden Fall rein. Ansonsten lasst mal eine Pizza da. Ich gehe mal jetzt auf jeden Fall eine machen. Ich habe noch eine. Und Stranger Things, ganz klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.